Wie viel Vertrauen können wir Ergebnissen der Sozialforschung schenken? Das hängt ganz davon ab, wie die Forschung durchgeführt wurde. Die Qualität misst sich also nicht am Ergebnis, sondern am Prozess. Um gute sozialwissenschaftliche Forschung zu machen, durchlaufen wir verschiedene Phasen, die uns Schritt für Schritt an unser Ziel bringen. Aber wie sieht dieser Prozess aus? Wir teilen den Forschungsprozess grob in 4 Phasen ein. Die Definitionsphase dient dazu, das Forschungsthema sowie die Rahmenbedingungen der Forschung zu ermitteln. Wir stellen uns die Fragen: Was wollen wir genau erforschen? Warum ist es wichtig? Wie wollen wir dabei vorgehen? Dazu entwickeln wir einen Untersuchungsplan. In der Erhebungsphase setzen wir dann unseren Plan um. Wir sammeln empirische Daten mithilfe von wissenschaftlichen Erhebungsmethoden. In der Analysephase werten wir die erhobenen Daten aus. Wir kommen somit zu einer Antwort auf unsere Forschungsfrage. In der Disseminationsphase veröffentlichen wir schließlich unsere Ergebnisse. Nur so können andere Personen darauf aufbauen.